So, ein herzliches Willkommen vom 1. BC Schwerin zum 12. Spieltag. Heute treffen aufeinander der BC Kö 3 gegen unsere Jungs der Oberliga 1. BC Schwerin. Zum Verlauf, wer gegen wen spielt, was da gerade abläuft, wird euch Obi was sagen, der neben mir sitzt. Hallo. Hallo Obi. Ja, die Hinrunde hat folgende Partien ergeben. Hier vorne auf unserem TV-Tisch spielt unser Marc Trepte, unser wohl stärkster Spieler, der sich im Gesamtklassement der Oberliga auf Rang 3 befindet, gegen den Marco Eiselt. An den Nebentischen haben sich folgende Partien ergeben. Im 8-Ball unser Tom Gehtke gegen Peter Lau. Im 9-Ball Björn Rüsch gegen Mike Hartmann und im 10-Ball dann unser Alexander Sievert gegen Stefan Müller. Ja, Marc hat hier das Ausstoßen gewonnen und wird dann demnächst die Partie eröffnen. Dann wünschen wir allen viel Spaß. Schaut sich hier seine Möglichkeiten an. Es sind dann doch ein paar Bälle aus dem Reck gelaufen, sodass sich hier die erste Chance ergeben könnte. Das war jetzt nicht gewollt, oder Obi? Ja, der Marco hatte hier die 3 nominiert und da dort ein anderer Ball gefallen ist, wird dieser wieder aufgelegt und Marc ist vorerst am Zug. Da ist der erste Punkt auf Schweriner Seite aufgefallen. Mal schauen, wie es weitergeht.
soweit erstmal sicher. Natürlich begünstigt durch ein offenes Bild nach dem Versuch auf die 3 von Marco. Ja, verschafft sich nach und nach hier doch etwas Luft auf dem Tisch. Und hat hier eine realistische Chance, doch das erste Brett zu machen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Schade. Jan, warum kann er jetzt da unten die 3 nicht nehmen? Nein, er muss nach unten aus dem Kopffeld heraus spielen. Somit entfällt die 3 dort. Und Marco nominiert die 9. Starker Ball. Und gleichzeitig löst er sich dort das Bild auch noch mal etwas auf, so dass er jetzt hier auch eine gute Fortsetzung hat. Marco ein bisschen zu gerade auf dem Ball und musste nun die Weiße natürlich etwas zwingen, in die richtige Richtung zu gehen. Schauen wir mal, wie er dort jetzt weitermachen kann. Wichtig im 14-1 natürlich auch immer der entscheidende letzte Ball, bevor das Reck wieder aufgesetzt wird, um dann entsprechend die Fortsetzung zu haben. Schauen wir mal, was er sich da einfallen lässt. Wohl ein bisschen unzufrieden auch mit der Stellung jetzt gerade auf die 3. Wird ein schwerer Ball, den vernünftig zu stellen. Spielt dort aber eine schöne Position und hat nun die Möglichkeit über 8 und 6 sich dort die 12 als Breakball zu stellen. Legt sich nun aber die Weiße doch dicht an die Bande, was natürlich jetzt nicht einfacher machen wird.
nun doch ein sehr knackiger Löseball. Schauen wir mal, ob da überhaupt eine Fortsetzung möglich ist. Zwischenstand von den anderen Tischen kann man ja mal durchgeben. Das heißt, im 8-Ball liegt Tom 1-0 zurück. Im 9-Ball liegt Björn 2-0 zurück. Und Alex führt im 10-Ball 1-0. Danach aus, dass es dort keine Fortsetzung für Marco gibt. Aber er geht sie doch an. Macht hier das Reck auf, somit eine weitere gute Chance für Marc. Ist ja ein reines Lochspiel, Jan, ne? Ja, das kann man so sagen. Ja. Wo es jetzt nicht wirklich eine Reihenfolge gibt, wie die Kugeln gelocht werden müssen. Aber auch da bestimmte Regeln befolgt werden müssen. Ja, grundsätzlich hat erstmal jeder Ball eine Wertigkeit von einem Punkt. Aber es ist natürlich sehr wichtig, in einem Fortsetzungsspiel wie 14-1 auch sich schon in Gedanken einen Plan auszuarbeiten, in welcher Reihenfolge man dort die Bälle dann spielt, um letzten Endes die Fortsetzung für ein weiteres Reck zu haben, beziehungsweise auch bestehende Probleme auf dem Tisch zu lösen. Entschieden, eines der Probleme frühzeitig anzugehen und zu versuchen, die Situation etwas zu entzerren. Scheint hier nun auch die Fortsetzung zu haben über die 7. Mag vielleicht alles ein bisschen leicht aussehen, aber es scheint mir schon ein bisschen Arbeit zu sein, was Marc da machen muss. Ja, absolut, aber er hat sich das Bild schon soweit schön geöffnet. Mal schauen, ob er jetzt seine Lochsicherheit halten kann und dieses Brett dann auch mal runterspielen kann als Löseball. Würde sich sicherlich die 4 anbieten. Und somit wird er dort sicher versuchen, diese als Breakball sich liegen zu lassen. Ja.
läuft ihm Weiß nun deutlich zu weit, was ihm nun natürlich Probleme bereiten kann, da die 2 zwar spielbar ist, aber selbstverständlich die Kühlführung doch nicht so einfach dort an der Stelle wird. Gerade jetzt mit dem Hilfsmittel ist das immer so eine Sache. Man sieht nichts, man hat nicht wirklich eine gute Kühlführung. Er locht diesen Ball aber nun doch, hat aber natürlich nicht die Kontrolle über den Spielball gehabt, um sich nun einen einfachen nächsten Ball zu stellen. Somit bleibt hier doch noch etwas Arbeit. Nimmt sich jetzt die schwere 4 vor. Und locht die sicher. Sich nun hier die 10 aus dem Dreieck, um sie gegebenenfalls als Löseball zu nutzen. Dies wird sich aber sicher schwierig darstellen, da der Ball auf die Mitte dort doch recht schwierig ist. Somit wird er vielleicht sogar die 10 nehmen müssen, aber nein. Er spielt den schweren Ball auf die Mitte und kann diesen aber nicht lochen. Somit die Chance für Marco, sich über einen Einsteiger die Stellung auf den Löseball zu sichern, beziehungsweise den etwas einfacheren Ball hier unten zu spielen, sich aber somit dann viel Distanz zu lassen für den Löseball. Den Ball hier souverän, hat aber nicht viel Winkel und einen langen Weg, um dort das Reck aufzumachen. Da wird er entweder mit sehr viel Tempo spielen müssen oder aber den Ball lochen vorerst, um dann safe zu spielen. Schauen wir mal, was er macht. Schöne Wirkung gesehen im Ball. Fehlt ihm zurück. Spielt jetzt eine Sicherheit. Muss man das ansagen, Jan, was man spielt? Ja, also 14-1 ist generell ein Ansagespiel. Heißt, in der Regel muss ich ansagen, welchen Ball ich in welche Tasche spielen will. Wenn ich eine Sicherheit spielen will, kann ich diese eben auch ansagen. In der gängigen Praxis ist es so, dass bei offensichtlichen Bällen
dort nicht unbedingt ausgesprochen werden muss, welcher Ball wohin gelocht wird, aber in Situationen wie diesen sagt man dort eben die Sicherheit an, beziehungsweise bei Bandenstößen oder Kombinationen, die auch möglich sind, muss der Spieler dann eben auch den Ball nominieren, den er letzten Endes versenken möchte. Geht hier den schweren Ball auf Mitte an. Sichtlich angefressen darüber, dass er jetzt hier verschossen hat und sich sicherlich auch einen zu schweren Ball dort vorgenommen hat. Somit zwei, drei offene Bälle nun, über die Marco die Chance hat, hier in das Reck reinzukommen. Braucht man, Jan, um 14:1, um das Spiel für sich zu gewinnen? Ja, also das entscheidet sich hier ganz nach den Ligen, wo es dann unterschiedliche Ausspielziele gibt. Da wir uns hier in der Oberliga befinden, sprechen wir von 125 Punkten, die zu erreichen sind. Nun aber einen Ball, den er so nicht angesagt hat. Somit wird dieser wieder aufgesetzt und Marc kommt an den Tisch. Unser Zwischenstand hier 18:10 für Marc. Mit einer schwierigen Situation, in der es aus unserem Blickwinkel sicherlich keine Möglichkeit gibt, einen Ball zu lochen. Selbstverständlich möchte er auch nicht die Möglichkeit eines Einsteigers für Marco hinterlassen. Safe hat jetzt nicht ganz funktioniert. Das hat er sich sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Marco locht da stark sicher den langen Einsteiger. Mit dem richtigen Winkel Richtung Reck die Fortsetzung hier über die 5. Bleibt da zwar hängen, aber hält die Position auf die 7, auf die Mitteltasche. Also man kann schon sehen, wie wichtig diesem Spiel das Positionsspiel ist der Weißen und die Kontrolle der Weißen. Wenn das nicht wirklich funktioniert, dann wird das hier echt schwer. Bis jetzt muss man sagen, durchs Lochspiel ist schon ordentlich, was die Jungs hier zeigen. Ne? Ja, absolut. Also vom Lochspiel haben wir da noch nicht viele Fehler gesehen. Hier und da ein paar Positionsfehler. Und jetzt ist es natürlich auch schon wieder interessant für den Marco hier,
wie man diesen diese Ansammlung von Bällen dort unten doch jetzt auch auflösen kann, um entsprechend weiterspielen zu können. Und er geht dort mit viel Tempo den Ball auf die Mitte an und bleibt dann aber beim Split unglücklich liegen. Das ist jetzt aus unserem Blickwinkel hier zunächst keine Fortsetzung zu sehen. Sie versuchen mit ihm misslungen und Marc wieder am Tisch. Offensichtlich angefressen, nachdem er dort abgerutscht ist und ein offenes Bild für Marco hinterlässt. Des Weiteren kann man noch erwähnen, dass unsere zweite Snooker-Mannschaft heute hier im Club ist. Spielen gegen Hamburg 5. Eine ziemlich junge Mannschaft. Schwerin ist Tabellenführer. Und laut Tabelle sollte das Wort machbar sein. Aber es wird schwer, denn auch Hamburg 5 hat sich da entwickelt. Wir wünschen Lutz, Frank und Danilo und Daniel. Viel Glück.
Tischen. Die können sich hier zurzeit relativ deutliche Spielstände. Nachbartisch beim 8-Ball stellte Peter Lause eben auf 3:0 aus Spielziel hier 7 Spiele. Dann bei Björn gegen Mike Hartmann 9-Ball. Liegt der Mike mit 6:1 in Front. Und beim 10-Ball im letzten Tisch verkürzt Stefan Müller hier gerade auf 4:1. Und Marco verschießt hier nun einen relativ einfachen Ball. Das ist jetzt schon eine gute Chance für Marc, oder? Ja, es ist schon eine gute Chance. Es ist aus unserem Blickwinkel hier nicht richtig zu sehen, ob die 3 oder 4 dort gespielt werden kann. Wenn er hier jetzt die 1 nehmen muss, hat er natürlich wieder ein Problem, einen entsprechenden Löseball sich zu stellen. Aber es sieht so aus, als ob er dort die 1 spielen muss. Locht diese sicher. Und schauen wir mal, wie er sich jetzt dort den Löseball stellt. Die 4 auf die Mitte könnte sicherlich eine Option sein. Spielt es dann jetzt auch, stellt sich da den entsprechenden Winkel, die 4 dann auf Mitte lochen zu können und mit der Weißen das Reck zu öffnen. Der neue Zwischenstand hier bei unserer Partie 21:20 für Marc. Also, dass es wirklich eng ist. Die Spieler werden sich wohl nicht schenken, so wie es aussieht. Ja, es ist natürlich zu erwarten, dass es hier kein Selbstläufer wird gegen den Tabellenzweiten der Oberliga mit einer doch sehr starken Besetzung. Aber unser Marc rangiert ja in der Spielerrangliste auf Rang 4 und braucht sich da sicherlich nicht verstecken. Aber auch der Marco mit 16 ist jetzt auch nicht unbedingt weit weg. Dass Marc jetzt hier kein Glück mit seinem Split hatte. Die Kugeln scheinen sich doch gegenseitig zu blockieren. Nachdem er dort den Tisch doch geöffnet hat, ergibt sich hier auch nicht wirklich eine gute Möglichkeit zum Safe-Spielen. Schauen wir mal, was er sich dort überlegt. Und er nominiert erstmal die 14. Schießt den Ball aber doch relativ deutlich und hinterlässt hier den Einsteiger für Marco.
Versuch, das Bild weiter aufzulösen von Marco. Das sieht hier auch so aus, als hätte er die Fortsetzung. Jedoch scheint er nicht 100% glücklich zu sein. Sich natürlich gewünscht hätte, dass die Bälle dort noch in der Mitte dicht zusammenliegen, sich weiter auseinander lösen. Da wird er sicherlich noch einmal nacharbeiten müssen. Hier nun auch, stellt sich über diesen Stoß die Elf auch in eine aussichtsreiche Position für den späteren Split und die Fortsetzung auf die 8 ist dort auch vorhanden. Scheint aber jetzt unzufrieden mit der Position zu sein auf die nächste Kugel. Da sehen wir jetzt auch warum, da konnte er den Kontakt mit der 7 nicht vermeiden. Muss einen weiteren nicht einfachen Ball auf die Mitte nehmen. Er locht aber souverän und löst sich dort auch die beiden Bälle auseinander. Und hat damit nun zwei Alternativen. Entweder mit der 7 oder mit der 11 dann ins nächste Reck zu kommen. Er auch keinen dickeren Kontakt mit der 7 bekommen dürfen. Ein dünner Ball jetzt sicherlich auf die Ecktasche, sicher nicht einfach, aber durch die Lage der 7 aus unserem Winkel sieht es so aus, dass er dort überwiegend sicherstellen muss, dass er den Ball locht, dann sollte sich der Split ergeben. Schauen wir mal. Da täuscht natürlich die Perspektive auch hin und wieder. Das ist schon ein Ball, der nicht ohne ist, ne? Definitiv, ja. Sicher gelockt und hat auch das Glück mit dem Split, dass sich dort eine entsprechende Fortsetzung ergibt.
wieder schön zu sehen. Er versucht frühzeitig, sich Bälle aus dem Pulk herauszulösen. Da natürlich das Risiko bei so einem Split immer sehr hoch ist, versucht man dann in der Regel dann auch frühzeitig Sachen aufzulösen, um freie Bälle dann nutzen zu können, falls der Split dann nicht wie erhofft läuft. Das Risiko wieder gesehen beim Versuch nach dieser 1 dort wieder Bälle herauszulösen, kriegt er dort einen schlechten Kontakt am Pulk und die Weiße fällt ihm auf die Ecktasche. Somit ergibt sich hier ein neuer Zwischenstand von 36 zu 22 für den Marco und Marc muss aus dem Kopffeld fortsetzen. Zwischenstand von den anderen Tischen. Da liegt der Tom mittlerweile 0 zu 4 gegen Peter Lau hinten. Björn liegt im 9 Ball 2 zu 8 hinten gegen Mike Hartmann. Und der Stefan konnte gegen unseren Alex 2 zu 4 verkürzen. Ja, Marc hier nur mit einer weiteren Möglichkeit. Locht er die ersten Bälle. Scheint nun aber nicht so sehr viel Winkel auf diesen Ball zu haben. Es reicht aber dennoch, um das Pulk dort weiter zu öffnen. Marc geht hier die Kombination an, verschießt diesen Ball dann aber leider. Somit wird auch nach wenigen Ball wieder Schluss. Wirkt etwas angefressen. Ja, da läuft es bisher noch nicht nach Plan. Marc gehört sicherlich zu den starken 14-1-Spielern in der Liga, aber da läuft es jetzt für ihn noch nicht nach Plan. Und
wir mal, was Marco jetzt daraus macht. Er hat hier sicherlich eine gute Chance, seinen Vorsprung doch auch deutlich auszubauen. Spielt der Marco das Reck dann auch runter und hat hier die Möglichkeit, mit dem Ball auf die Mitte dann entsprechend zu lösen. War die Fortsetzung über die Mitte nach dem Split. Jedoch nur noch ein weiterer freier Ball, den er sich nun auch mit einem Winkel Richtung Pulk stellt, um da entsprechend wieder in die Bälle zu gehen. Ja, währenddessen beendet der Mike Hartmann hier das 9-Ball zum 9:2 gegen den Björn, somit Zwischenstand 1:0 für den BC Kühl. Marco locht hier sicher und löst sich weitere Bälle aus dem Reck, sodass er dort entsprechend seine Serie fortsetzen kann. An den anderen Tischen tritt Tom sich nun auch in den Punktestand ein, verkürzt auf 1:4 im 8-Ball. Und Alex konnte im 10-Ball seinen Vorsprung wieder auf 4 Spiele ausbauen. Dort steht es jetzt 6:2 momentan. Den Snooker-Jungs steht es Anfang der zweiten Runde 3:1. Lutz konnte gerade gegen Jürgen Wolf gewinnen. Thank you.
Marco hier nur mit einer relativ schwierigen Situation. Auf den letzten Ball haben wir es gesehen, da war die Kühlführung doch sehr schwierig. Somit konnte er dort auch keine sichere und gute Position auf den nächsten Ball spielen. Schwierige Situation jetzt hier. Geht hier einen langen, schweren Ball an. Verfehlt ihn nur knapp. Mal schauen, was Marc jetzt daraus machen kann. Zwischenstand von 46 zu 27 für den Marco. Hier ist Marc jetzt auch gefordert. Er muss da jetzt möglichst zügig mit einer Serie starten, um dort nicht den Anschluss zu verlieren. Ist das schon ein großer Vorsprung? Naja, also mit dem Ausspielziel von 125 ist sicherlich nicht ausgeschlossen, und der Marc hat ja auch schon häufiger bewiesen, dass er in der Lage ist, Serien von 40, 50 Ball zu schießen. Allerdings bleibt es abzuwarten, was jetzt hier passiert, da es ja bisher nicht unbedingt nach Plan läuft für Marc, und auch hier ist er jetzt unzufrieden mit seiner Stellung, hat sicherlich den Ausweichball dort oben in der Tasche noch. Hat sich dort natürlich einen anderen Weg vorgenommen und muss jetzt erstmal sich wieder in die Stellung zurückarbeiten. Das gelingt Ihnen mit dem Ball auch ganz gut. Ich denke schon, es ist ein wenig schwierig zu sehen, ob da von den beiden Bällen auf der linken Seite einer noch in die Ecktasche geht. Er entscheidet sich hier aber für die 5, den längeren Ball auf die Ecktasche nach oben. Wahrscheinlich ging da der Ball auf die Ecke noch, und Marc nutzt die Möglichkeit, um sich auch die 10 noch etwas rauszuschieben und die Position zum Lösen zu optimieren. Stellt dort dann auch sauber auf diesen Ball, vielleicht sogar etwas wenig Winkel. Schauen wir mal. Etwas gerade, oder? Ja, es sieht fast so aus, als wenn er etwas gerade liegt. Schauen wir mal, ob da die Perspektive trübt. Oder Marc hat sich den Ball schon angeguckt und sah jetzt nicht so traurig aus darüber. Also schauen wir mal, wie es dann da beim Zwischenstand von 46 zu 36 für Marco weitergeht.
dann doch etwas zu wenig Winkel drin. Viel Wirkung muss er. Ja, da musste Marc schwer arbeiten, um überhaupt in das Pulk zu kommen. Und kriegt dort nicht die nötige Kraft in das Reck übertragen und liegt dort press und muss hier safe spielen. Geht hier die Kombination an, verschießt diese aber und lässt hier erneut den Einsteiger für Marc liegen. Um sich den nächsten Ball, die 13 hier zum Lösen zu stellen. Und währenddessen beendet hier unser Alex das 10-Ball zum 8:2, somit Zwischenstand 1:1 hier. Einige offene Bälle hier jetzt für Marc, jedoch haben sich aus dem Splitter auch ein, zwei Probleme noch wieder ergeben. So wie die 4 und die 6, die da sättig zusammenlegen. Da versucht er sich dem Thema anzunehmen. Leider. Ist noch nicht so ganz gelungen. Jetzt ein bisschen bitter, ne? Der Tisch ist ziemlich offen. Ja, der Tisch ist weit offen. Eigentlich gibt es dort nur das eine Problem dort oberhalb der linken Mitteltasche mit der 4 und der 6. Jedoch kein Ball, der sich richtig anbietet, um das Problem zu lösen. Marco versucht es dort mit einem Wirkungsball. Versucht das Problem gleich zu lösen, ist ihm auch nicht gelungen. Marco
erstmal mit den freien Bällen und versucht sich dort erneut in eine Position zu bringen, aus der er diese beiden sich blockierenden Bälle angehen kann. Eine Option vielleicht, die Stellung für die 10 nun auf die Mitte mit entsprechenden Winkeln Richtung des Problems. Das löst er aber anders und stellt so auf die Ecke. Unterdessen kann Tom auf das 4 gegen Peter 3 zu 8 verkürzen. Da ist dem Ronny gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Da hat er den Spielstand vom Nachbartisch ihm durchgegeben. Also Spielstand hier im 8-Ball 2 zu 4 aktuell. Jetzt hier Marco mit dem Problem. Schauen wir mal, was er sich da einfallen lässt. Muss da viel arbeiten und steil in den Ball gehen, um da die Wirkung in die Weiße zu bekommen. Da wird wohl nur die Kombination oder eben der Banker bleiben. Verschießt. Somit nun die erneute Chance für Marc. Allerdings wird es hier schwierig, sich einen guten Löseball zu stellen. Und die beiden offenen Bälle sind eben auch noch nicht einfach zu lochen. Marc spielt den Ball da, aber das ist so souverän. Sieht mir auch wieder ein bisschen gerade aus. Ja, dieser Löseball nun also auch keine Selbstverständlichkeit. Und schauen, welche Optionen er da hat. Auf die Mitte, dieser Ball natürlich sehr dünn. Für die Ecktasche könnte er das Problem haben, dass er den Winkel zur falschen Seite hat. Geht den Ball auf die Mitte an und locht stark. Und wird dann auch mit der Fortsetzung belohnt. Nachbartisch erhöht Peter gegen Tom wieder seinen Vorsprung auf 3 Spiele und braucht nun beim Stand von 5 zu 2 noch 2 Spiele zum Satz gewinnen.
schön der Löseball von Marc hier. Allerdings mit unglücklichem Verlauf bleibt er an der 9 hängen und somit keine Möglichkeit mehr, 9 oder 4 dort auf die Ecktasche zu spielen. Versucht er den sehr dünnen Ball die Bande hoch, scheitert dort aber an der Ecktasche und lässt den Ball dort im Tascheneinlauf liegen. Somit hier ein einfacher Einstieg für Marco. Er muss sich jedoch relativ schnell dann auch wieder mit dem Lösen des Pulks da am Fuß des Tisches befassen. Verstellt sich aber dort auch schon doch deutlich ein bisschen. Den langen Ball, verschießt da, öffnet das Pulk noch weiter für Marc. Und dieser hat nun wieder seinerseits die Möglichkeit, den Punktestand aus seiner Sicht in die richtige Richtung zu lenken. Aktuell stehen wir dabei 52 zu 44 für den Marco. Ich werde mal versuchen, den Alex mal ins Mikro zu holen, dass er uns mal ein bisschen was über sein erstes Spiel heute sagen kann. Moin Alex, erzähl uns doch mal was über dein erstes Spiel heute, wie ist es so verlaufen? Super. Das ging, wie gesagt, aus 8 zu 2. Ja, wenig Fehler gemacht, alles cool. Ich glaube, irgendwie 2 Schussfehler im Spiel, in dem Satz. Das war schon ganz ordentlich. Schmeckt. Schmeckt. Glückwunsch. Hier mit einem starken Ball, ja, ist da natürlich ein bisschen in Nöte geraten und bangt jetzt hier um die Position, um das Problem am Fuß des Tisches zu lösen. Auch hier wieder nicht optimal gelaufen. Sehr schöner Ball, sehr schön. Starker Rettungsball hier von Marc.
und die Möglichkeit, sich die richtige Position für das nächste Reck zu stellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal so ein Billard ist. Gerade wenn es nicht läuft. Wenn man dann mal so 1, 2, 3 starke Bälle hat, dann macht es Knall und dann läuft es auch. Ja, richtig. Im Pool sowie auch im Snooker ist natürlich die Psyche auch sehr, sehr wichtig. Da können 1, 2, 3 starke Bälle dann schon neue Motivation, neues Selbstvertrauen bringen. Schauen wir mal, wie es jetzt hier beim Marc weiterläuft. Zunächst mal die Möglichkeit, über einen relativ guten Löseball hier das Reck zu öffnen und sich weitere Bälle dort herauszulösen. Und da geht er auch gleich mit viel Tempo in das Reck und hat hier Möglichkeiten zur Fortsetzung. Der Zwischenstand dann 53 zu 57 mittlerweile von Marc. Wieder der Versuch, sich ein paar Bälle frei zu drücken. Aber es scheint immer noch das Problem zu geben mit der 14, 3 und 7, die sich dort gegenseitig die Wege zu den Taschen blockieren. Auf 3 zu 5. Und er macht das Ding. Klärt sich das Bild doch schon deutlich hier für Marc, dass man von einem Spieler seiner Spielstärke durchaus erwartet, dass er jetzt hier dieses Reck für sich
sich ausschießt. Dann auch, dass die Sicherheit beim Lochspiel auch dann wieder da ist. Er locht dann zwar den letzten Ball aus diesem Reck, aber der Winkel auf den Löseball sieht dort jetzt nicht ideal aus. Und so ist es, verschießt er diesen Ball, weil er dort auch mit viel, viel Tempo arbeiten musste, um die Weiße dort nicht nur an das Pulk heranzulegen, sondern eben auch wieder herauszubekommen. Natürlich immer ein großer Risikofaktor bei diesen Hochgeschwindigkeitsstößen. Gut, somit wieder die Chance für Marco hier. Ja, über so einen Ball kann man sich ärgern, aber aufgrund der hohen Wirkung, die in den Ball gelegt wurde, liegt es auch mal nahe, dass man den auch mal leicht verschießen kann. Schöner Löseball von Marco da jetzt nochmal. Wie Ronny schon sagt, bei diesen Stößen mit hohem Tempo sind Fehler natürlich immer möglich. Jedoch, wie der Alex auch schon vorher sagte, mit nur zwei Fehlern in so einem gesamten Satz kann das Niveau hier in der Oberliga doch auch schon recht hoch sein und die Höchstserie im 14-1 von Marco liegt aktuell bei 39. Also wir bewegen uns da langsam auch in einen Bereich, wo beide Spieler einfach auch mal die Partie ausschießen können zum 125. Natürlich jetzt noch viele Bälle zu spielen, aber das Risiko steigt natürlich mit jeder Aufnahme, dass über einen Fehler dann die Möglichkeit zum Ausschießen für den Gegner entsteht.
oder wieder mit dem Versuch, sich weitere Bälle herauszutrennen. Wischt aber nur die Ecke des Racks und nicht viel Bewegung und er wird da relativ zügig wieder nachsetzen müssen. Gefährliche Situation für den Marco jetzt hier. Es gibt freie Bälle, an die er hier allerdings nicht herankommt. Und somit ist das Safe-Spiel hier an dieser Stelle auch schwierig. Also sobald er den Ball da, die Weiße dort aus dem Pulk herausspielt, können sich natürlich Möglichkeiten für Marc ergeben. Schauen wir mal, aufgrund der geringen Distanz zwischen der Weißen und dem Objektball in dem Moment konnte Marc da jetzt auch nicht viel Wirkung übertragen in die Weiße. Musste dort mit dem Stoppball leben und scheint jetzt hier doch etwas Arbeit zu haben für die nächste Stellung. Versucht dort in das Pulk zu gehen. Weiße gräbt sich dort ein bisschen ein. Da bleibt wohl als einziger Ball nur die 7 lang hoch in die Ecktasche. Gesagt, getan. Schöner Ball. Sehr schöner Ball. Schaut sich da die beiden Bälle in der Mitte an. Jetzt seine Möglichkeit, diese beiden voneinander zu lösen. Kommt dort aber nicht hin. Am anderen Tisch kommen wir mit der ganz starken Partie. Macht das 4-5. Somit am 8-Ball noch alles offen, genauso wie hier in unserer Partie auf dem TV-Tisch. Marc spielt den langen Ball, kann auch lösen, aber hat dort nicht die entsprechende Stellung. Vielleicht geht da die Kombination noch, aber das ist von hier schwer zu sehen. Jetzt die 6 über eine Bande an, wie es aussieht.
Bänder. Ah, sehr schade. Schöner Versuch. Sehr, sehr schöner Versuch. Mutiger Versuch vor allem. Ja, sehr offensiv an dieser Stelle. Lässt dort die 6 in der Tasche jetzt liegen für den Marco. Allerdings scheint die 8 dort noch in dem Reck drin zu liegen. Es bleibt also spannend zu sehen, wie er sich dort jetzt den nächsten Ball stellt. Die 8 lag hier in der Tat im Dreieck, somit nach 14-1 Reglement kommt die 8 hier auf den Kopfpunkt und es bleibt ein Stoß mit einem sehr langen Weg zum Reck hier für den Marco und natürlich ein auch nicht einfach zu poppender Ball. Ja, Zwischenstand hier 77-61 für Marc. Mal sehen, was der Marco jetzt mit diesem Ball macht. Birgt natürlich auch ein großes Risiko hier. Es könnte sogar sein, dass er direkt auf den Safe geht. Wenn wir Safe spielen, es berührt aber keinen Ball die Bande, somit hier ein Foul von Marco. Es muss mindestens eine Kugel die Bande berühren. Ja, korrekt. Beim Poolbillard nach dem Kontakt von der weißen und dem Objektball muss wenigstens eine Bande angelaufen werden oder eben ein Ball gelocht werden. In der Spielbahn ein bisschen zu weit. Es gibt noch die Möglichkeit zur Fortsetzung über die 3 oder die 7, aber geht dann doch die 8 direkt an. Und macht die auch direkt. Ja, sehr offensiver Ball wieder von Marc. Zeigt viel Selbstbewusstsein in dieser Phase. Hier jetzt die Möglichkeit für Marc, die 6 und die 9 da voneinander zu lösen.
Allerdings nicht ohne Risiko dieser Ball, weil der Split schon gut laufen muss, damit dann im Anschluss ein Ball spielbar liegen bleibt für ihn. Diese beiden Bälle. Schwierig zu sagen, ob er da jetzt eine Fortsetzung hat. Jawohl, rettet sich da nochmal. Nach wie vor schwierig, dieses Reck mit den vier Bällen dort, die sich gegenseitig die Wege verstellen. Muss jetzt hier anscheinend sogar einen Bogen spielen. Er bringt sich jetzt aber selbst in die Position, um diese Probleme dort zu lösen. Jeder etwas unglücklich da. Guckt sich da jetzt die Kombination an der rechten Bande an. Die ist sicherlich eine Möglichkeit zur Fortsetzung. Legt sich den Winkel dort Richtung Tischmitte. Nominiert die 10. Läuft im Wald ein wenig weit aus der Bande dort. Wollte dort die 2 rüberdrücken. Als Löseball läuft ihm aber etwas zu weit ins Reck hinein. Somit hier wieder die Situation aktuell, dass der Löseball auf den Kopfpunkt kommen würde. Und so stellt er sich nun auch weiß. Aber erneut viel Tempo. Mag hier ein wenig am Witzeln. Nachdem die Position noch nicht hundertprozentig war, musste er nun viel, viel Wirkung hier in diesen Ball legen. Und durch den langen Weg, den er dort hatte, kommt da nicht mehr die entsprechende Wirkung am Reck an. Spielt nun aber
gut safe, sodass Marco dort voraussichtlich keine Möglichkeit hat, einen Ball zu lochen. Tom mit der Möglichkeit, am Tisch 4 auszugleichen. Und macht das Ding. Also viel Spannung hier beim Achtball jetzt. Beide benötigen jetzt noch 2 Spiele und Tom natürlich nun mit breiter Brust, nachdem er dort entsprechend aufholen konnte in dem Satz. Von Marc da. Sieht ganz danach aus, dass Marco dort den Einsteiger sehen kann. Auch den ersten Ball rein, bleibt aber unglücklich da am Reck hängen und wird jetzt wohl nur mit einer schwierig zu könenden Kombination fortsetzen können. So, nun das ganz hohe Besteck hier für den Marco. Keine einfache Situation hier. Gerade mit der Gerätschaft, das ist immer eine Sache für sich. Er macht den ganz gut. Er braucht das Gerät wohl weiterhin. Er locht hier die Kombi, aber natürlich wenig Kontrolle über den Spielball, der sich da anders reglegt. Spielt die 7, rutscht aber auch mit dem Köder mehr über den Ball. Kein sauberer Kontakt an der Stelle. Und es sieht zunächst so aus, dass
dort keine Fortsetzung für ihn liegt, dann wird er wohl safe spielen müssen. So ist es. Berührt dann nur dünn das Pulk und versucht ihn weißer möglichst dicht an die Bande zu legen, um die Möglichkeiten für Markte einzuschränken. Nominiert hier die 12 auf die Mitteltasche. Die 5 hat er dort nominiert. Und es geht ihm aber die Weiße ab dabei. Somit die Chance über Ball in Hand im Kopffeld für Marco, sich die Weiße so zu platzieren, dass er direkt von der 5 auf die Mitte sich neue Bälle herauslösen kann aus dem Reck. Ja, spielt doch erstmal die 5 der Stellung auf die 4. Wird dann sicherlich gleich versuchen, über die 8 oder die 3 dann die Serie fortzusetzen und sich weitere Bälle spielbar zu machen. Wirkt aber nun sichtlich unzufrieden mit seiner Position. Muss ich nun erstmal Gedanken machen, wie er hier fortsetzen kann. Da bleibt ihm nur die Möglichkeit, Saves zu spielen, da er da keine Möglichkeit gesehen hat, von der 3 fortzusetzen. Ärgern sich von beiden ein bisschen, dass das nicht so richtig losgeht. Ja, richtig. Beide hier immer wieder mit kleineren Serien, aber letztlich doch nicht mit Glück bei den Splits, immer wieder mit Fehlern auch. Bisher bei beiden nicht richtig der Knoten geplatzt. Und gleich man sagen muss, dass wir nun doch beim Stand von 91 zu 60 für Mark in den Bereich kommen. Ich glaube schon mehr nicht gedreht. In dem Bereich
Bereich kommen, wo man dann auch durchaus mal von Marc eine Serie sehen kann, die das Spiel beendet. Und ich bin mir sicher, dass auch der Marco dazu in der Lage ist. Somit steigt hier die Spannung doch deutlich. Tom am Nachbartisch mal wieder mit der Chance zur 6:5 Führung. Schießt er die 8 auf die Ecktasche. Somit dann noch ein offenes Bild für Peter. Und hier sehen wir den nächsten Fehler hier an unserem TV-Tisch. Marco Fisch schießt er die 3 auf die Ecke. Die 10 vor der Tasche ist, der war aus, als ob er diese als Kombination spielen muss. Und locht beide Bälle. Ist kein Foul, oder? Das ist kein Foul, nein, das ist erlaubt im 14-1. Gibt dann in dem Falle 2 Punkte. Und so. Hier nach und nach dichter an die Zielmarke von 125. Ja, öffnet sich nun auch die letzten Bälle hier. Nachbartisch macht Peter hier das 6:5 nun, nachdem Tom dort die 8 verschossen hat. Somit für Peter nur noch ein Spiel zum Satz gewinnen. Schauen wir, ob Tom da nochmal antworten kann. Aus mit einem stellt sich einen aussichtsreichen Löseball für das nächste Reck und hat somit die Chance hier mal auf eine etwas größere Serie. Ich hoffe, er schiebt die Tafel. Aktualisiert da den Spielstand. Neuer Stand 97-67, somit 30 Ball vor für Marc.
gesehen konnten, konnte Mark dort das Pult öffnen. Fortsetzung über die 1 und jetzt sicherlich mit der Kombi dann auf die Ecktasche. Schaut sich da an, wie die Laufwege nach dem Kontakt sein werden. Mag nun der Ball auf die Ecke, über den er eigentlich fortsetzen wollte. Scheint aber hier doch die Stellung auf 7 zu haben. Locht sicher, löst die nächsten Bälle. Hat sich ihm da jetzt der Weg auf die Mitteltasche verstellt. Noch und er locht sicher, aber wiederum unglücklich. Verstellt sich ein bisschen. Aber muss man schon sagen, Marc locht ganz sicher eigentlich, ne? Ja, er locht jetzt sicher. Muss sich hier aus einigen Situationen dann wieder retten. Da ist es natürlich, kommt es ihm natürlich sehr entgegen, dass er sich da jetzt auf sein Lochspiel verlassen kann in diesem Moment. Jawohl, spielt hier auch nochmal einen konsequenten Ball. Jetzt Winkel Richtung Bande, um die Weiße wieder auf die andere Seite des Tisches zu bringen. Jetzt nur geahnen hat Frank gegen den Jürgen Wolf den ersten Frame geholt und wohl auch ein ganz gutes Spiel abgeliefert, damit man das von hier sehen kann. Ui, da läuft ihm die Weiße jetzt sehr weit. Sollte noch genügend Winkel haben, um von der Schwarzen sich weitere Bälle zu lösen. Somit neuer Zwischenstand 67 zu 111. Mark.
konsequent gelocht den Ball. Es laufen ein paar Bälle aus dem Reck, sodass er hier auch die Fortsetzung hat. Und im Idealfall mit diesem Reck zum Satzgewinn ausschießen kann. Wirkt er diese Elf rein. Glücklich, dass er da fortsetzen kann. Alles für die Stellung. Tja. Aber auch mit der Stellung scheint er nicht zufrieden zu sein hier. Ein schwerer, dünner Ball jetzt auf die Ecktasche. Tisch offen für Peter. Da bekommt man auf diesem Niveau häufig keine Chance mehr. Schauen wir mal, was Peter daraus macht. Arbeitest dort weiter an der Rettung dieses Recks. Schießt nun die Kombi rein. Sehr schön, aber. Löst das komplette Reck und hat die Chance, jetzt hier den Satz auszuschießen. Jawohl, und so ist es. Marco gibt dort auf. Somit gewinnt Marc hier das 14-1 auf unserem TV-Tisch und erhöht auf 2-1 für Schwerin im Gesamtstand an diesem Spieltag.